Eine logische Fortsetzung der kulinarischen Entwicklung des Vulkanlandes ist die Initiative Cluster für Lebensmitteltechnologie Steiermark. In den letzten 20 Jahren hat man im Vulkanland viele Schritte in Richtung Veredelung und Professionalisierung in der Lebensmittelbranche gesetzt. Die Initiative geht einen Schritt weiter und ist vom Vulkanland aus gestartet und initiiert worden. Für einen Impulsvortrag holte die Initiative den deutschen Lebensmitteltechnologen Jochen Hamacek nach Feldbach. Eingeladen waren alle, die in der Steiermark in der Lebensmittelwirtschaft tätig sind. Umbacken im Kopf lautete das Thema des Vortrages. Wir haben einmal die globale Situation, dass wir 10 Milliarden Menschen ernähren müssen, die irgendwie satt werden müssen, sind im Moment bei 8. Das heißt, innerhalb von 30 Jahren kommen nochmal 2 Millionen, 25% dazu. Das ist eine gigantische Situation. Und da haben wir ein Riesenproblem. Und dann, das ist ein globales Thema und das eher etwas kleinere, das eher etwas individuellere Thema ist das, dass sich bestimmte Aspekte in der Ernährung beginnen zu verschieben. Zu verschieben zum Beispiel mehr von der globalen Beschaffung etwas in Richtung regionale Beschaffung. Passt natürlich voll fürs Vulkanland. Zum Beispiel in Richtung Bioprodukte. Nicht auf dem ganz hohen Niveau, weil Bioprodukte einfach teurer sind. Aber es findet auf jeden Fall eine Verschiebung statt. Und da wird sich, das fängt so allmählich an im Kopf sich zu bewegen und es ist eine Frage der Zeit, bis der Trend dann doch etwas stärker weg davon geht. Zumal auch die Technologie im Moment dabei ist, neue Produkte, die fleischähnlich sind, die Fleischersatzstoffe sind, zu entwickeln. Und damit habe ich auf der einen Seite den Druck, was anders zu machen, auf der anderen Seite das Angebot, was anderes auszuprobieren. Ziel der Initiative ist es, der steirischen Lebensmittelbranche ein Gesicht zu geben und eine Anlaufstelle für Betriebe zu schaffen. Die Ziele sind, die Kräfte der Lebensmittelbranche der Steiermark zu bündeln, die Betriebe zu vernetzen und sichtbar zu machen und schlussendlich eine steiermarkweite Anlaufstelle für die Betriebe der Lebensmittelbranche zu schaffen. Das ist so das generelle Ziel, dass man eine Struktur hat für die Lebensmittelbranche in der Steiermark, wo sich die Betriebe hinwenden können und wo auch Innovation und Entwicklung in der Branche vorangetrieben werden. Und gerade in diesen Zeiten, wo doch verschiedene treibende Faktoren für Unruhe in verschiedensten Branchen sorgen, ist es immens wichtig, dass man sowas für die wichtige Branche der Lebensmittelbranche vornimmt und auch umsetzt. Das Vulkanland ist durch die kleineren Betriebe in der Lage, spezifische Produkte zu produzieren, kann auch argumentativ aufbauen, kann ein Marketing aufbauen, haben Unternehmen, die ökologisch, die biologisch arbeiten, ohne dass wir das unbedingt so nennen wollen. Aber wir sind mit unserem Boden, mit unserer Region verwurzelt. Wir lieben unser Land und wir tun alles, dass unser Land optimal was werden kann. Das steirische Vulkanland hat da natürlich schon eine Vorreiterrolle, wenn es um die Trends geht, weil wir natürlich seit vielen Jahren diese Innovationskraft forcieren und auch dementsprechend stärken mit unseren Innovationspreisverleihungen. Gerade da zeigt sich auch, dass die Trends hier auch Fuß fassen, und wenn wir heute im Vortrag auch diese Trends gehört haben, dann widerspiegelt das auch das, was wir in der Region schon viele Jahre machen. Und wenn wir all diese Dinge, die wir heute auch im Großen gehört haben, auch ernst nehmen und gut unter die Leute bringen, dann glaube ich, können wir für unsere Region eine gute Zukunft voraussagen, was das Thema Kulinarik und Lebensmittelentwicklung, Lebensmittelproduktion und Lebensmittelversorgung auch betrifft. Bis 2023 will man die Zahl von derzeit 30 auf 70 aktive Mitgliedsbetriebe erweitern. Es soll die Struktur geschaffen werden, um ab 2024 offizieller steirischer Landescluster für Lebensmitteltechnologie zu werden. Und damit sage ich ganz herzlichen Dank, dass Sie so wacker zugehört haben.